Herzlich willkommen in der Arbeiterkammer Bibliothek Bludenz. Ich darf Ihnen heute das neue Buch von Marc Ellsberg, Der Fall des Präsidenten, vorstellen. Stellen Sie sich vor, ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird in Europa verhaftet. Der Gerichtshof für Menschenrechte klagt ihn wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan an. Was passiert auf diplomatischer Ebene? Was passiert im Hintergrund? Welche Möglichkeiten hat der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten und was passiert mit dem Whistleblower? Wie in seinen früheren Romanen hat Marc Ellsberg wieder aufs Genaueste recherchiert und einen actionreichen, brisanten Politthriller hingelegt. Kommen Sie vorbei, leihen Sie sich das Buch aus und lassen Sie sich für einige Stunden fesseln. Viel Vergnügen!